Und schon wieder zurück bei Mass Effect Andromeda. Und wenn ich sage schon wieder zurück, dann ist das eigentlich gelogen, denn es ist eine ganze Weile her. Aber es ist jetzt auch länger gewesen, als ich vermutet hatte. Und sagen wir mal so, es geht einigermaßen gut. Ich denke, ich komme wieder klar. Es sind noch ein paar Restwirkungen vorhanden, aber nichts, was mich jetzt so sehr aus der Bahn schmeißen würde beim Aufnehmen. Das Einzige, was noch so richtig nervt, ist die Tatsache, dass ich einfach dauermüde bin. Hey, Scudder, kommen Sie nicht näher oder ich verpasse Ihnen eine Korrosionsbombe. Ich habe heute schon 2 Plünderer erledigt. Wollen Sie mich auf die Probe stellen? Oh, hey, wir sind keine Gesetzlosen. Wir sind Freunde. Dann kommen Sie her und beweisen es. Ganz langsam. Okay, ganz langsam. Los geht's! Was ist das? Achso, das ist ein Aufklärungsposten. Automatische Protokolle aktiviert. Ah, so, okay. Oh. Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden ihrem Navsystem hinzugefügt, Pathfinder. Halte! Achtung, diese Exilanten werden uns nicht freundlich gesinnt sein. Das fängt ja gut an. Das fängt ja super an. Okay, diese Exilanten werden uns nicht freundlich gesinnt sein, aber hat sie nicht gesagt, wir sollen näher kommen, ganz langsam und so? Oh, stimmt, wir haben wieder was zur Zubereitung gefunden. Sehr schön. Können wir wieder exotischen Alkohol brauen auf der Nexus. Das ist ja auch das Wichtigste. Rebellenpanzerung, Scharfschütze. Naja, wenn ich mal so eine ganze Rebellenpanzerung zusammen habe, dann würde ich die auch gerne mal anprobieren. Nur mal zu gucken, wie sie aussieht. Guten Tag. Problem gelöst. Ja, wir waren auf Kadara unterwegs und haben ja im Prinzip so ein bisschen die Planetenerkundung vorangetrieben, ne? Wir hatten ja... Da ist wieder so ein Mehrzweckgenerator. Und eine Rettungskapsel, nanu? Achso, der Generator war nur für die Schilde. Ich Idiot, okay. So, wir waren auf Kadara unterwegs und hatten so ein bisschen den Planeten erkundet. Die ganzen Quests und Aufgaben, die sich uns hier gestellt haben, hauptsächlich. Und, ich habe das Gefühl... Oh, achso, na... Ah, das ist wieder einer von den Crawlern, die gestohlen wurden. Und, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Das ist nicht der Punkt, zu dem ich gelotst werden sollte, oder? Oder? Uno momento, ich guck mal gerade auf die Karte. Immer so frei. Pflanzenproben, Leichenscan, Erinnerungsauslöser, zum Tatort gehen, Get-Transporter in den Badlands finden. Hä? Moment, ich fahr gerade nochmal zurück. Ich bin hier nicht an der Position, die uns da... Hab ich da hinten was übersehen? Uno momento. So viel Zeit muss sein. So, hier hat sie uns kontaktiert, ne? Ach da, wahrscheinlich da hinter den Verschlägen, oder was? Ach so. Okay, bin voll an ihr vorbeigebraust. Okay, sie sehen tatsächlich nicht wie eine Gesetzlose aus. Ein Glück, dass ich die Fallen entschärft habe. Tut mir leid wegen der Vorsichtsmaßnahmen. Ich bin es einfach gewohnt, dass mir ihre Leute Ärger machen. Sie haben nur die Schlimmsten von uns erlebt. Es gibt unter uns auch gute Leute. Naja, sie haben noch nicht auf mich geschossen. Das ist ein Anfang. Sie sagten, sie hätten hier Fallen aufgestellt? Ja, Korrosionsfallen.
Ich habe sie mit dem Gas aus den Entlüftungsöffnungen gefüllt. Ziemlich clever. Hier draußen muss man kreativ sein. Ich habe gelernt, Sabotage einzusetzen, als Schießen nicht mehr funktioniert hat. Ich kann Fahrzeuge lahmlegen, Schilde deaktivieren. Alles, was uns einen Vorteil gegenüber Angreifern verschafft. Was machen Sie hier draußen? Ich beschütze meine Leute. Durch die Cat und die Gesetzlosen wurden wir aus unserem Zuhause vertrieben. Einige haben sich allerdings entschieden, nicht klein beizugeben und die Angriffe durchzustehen. Ich sorge dafür, dass sie überleben. Der Widerstand könnte jemanden mit ihren Fähigkeiten gut gebrauchen. Wir haben hier schon genug zu tun. Ich lasse meine Leute nicht im Stich. Wenn wir den Kampf nicht zu den Cap tragen, werden ihre Leute niemals in Sicherheit sein. Und woher wollen Sie das wissen? Der Pathfinder und ich haben gesehen, wozu die Cap fähig sind. Irgendwann kommen sie nach Kadara, zu Ihnen. Wenn Sie sich dem Widerstand anschließen, können Sie eine bessere Welt für Ihre Leute erschaffen. Und nicht nur auf Kadara, sondern überall. Nun, so gesehen habe ich wohl keine große Wahl. Reisen Sie doch wenigstens nach Volt und reden Sie mit ihnen. In Ordnung. Ich sehe es mir mal an. Aber ich kann nichts versprechen. Passen Sie auf sich auf. Das kriege ich hin. Stimmt, hatten wir nicht diese generelle Aufgabe, nach neuen Leuten für den Widerstand Ausschau zu halten? Ich glaube, diese Aufgabe gehört dazu. Also, diese Dame hier. So, hier sind wir In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, das schaffst du nicht, ne? Da habe ich mir gedacht. So. Direkt über ihrem Kopf runtergelassen, die Sonde. Schön. Passt. Oh, hier geht's auch. Oh, lecker. Hallo. Das nehme ich natürlich sofort mit, wenn ich hier schon mal in der Gegend bin, ne? Dieses Gebiet heißt Drawlea. Das bedeutet Todeshöhlen. Sehr nett. Nicht wirklich. Ich wünschte mir bei solchen Gesprächen, dass die Gruppe einfach hinter einem versammelt wird, ne? Also, dass man da jetzt nicht... Muss ja nicht unbedingt im Sichtfeld sein, dass die alle zusammenkommen oder so, aber es reicht ja, die Gruppe hinter einen zu teleportieren, damit man die dann auch wirklich hören kann, wenn die irgendwas sagen, aber... Er ist natürlich jetzt jammern auf hohem Niveau. Oh, halt. Er scheint unter die Erde zu gehen. Ich hoffe es... Was? Was? Wer scheint unter die Erde zu gehen? Ich habe nur, weil ich hier T gesehen habe. War ich kurz irritiert. Irritiert. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. T. Eine ganz kleine Quelle. Titan, na gut. An dieser Position wurden abgebaut. Alles klar. Habe ich nochmal eben mitgenommen, ne? Kann ja nicht schaden. Gut, wir sind auf einem weiteren Weg. Hier sind ganz viele Erinnerungsauslöser und hier ist auch noch ein Monolith. Da ist eine Höhle. Hinweise, dass sich die Cat auf Kadara befinden. Ich vermute mal, die werden da in der Höhle sein. Ich vermute mal, da komme ich hoch, um den Erinnerungsauslöser da oben zu holen. Ups, ui, das war ein bisschen zu viel. Zu viel des Guten. Vielleicht hätte ich da unten parken sollen, ne? Nicht hier oben. Das ist aber... Es ist in Ordnung. Und hier ist auch irgendwo die Pflanzenprobe, oder? Sam, noch ein Erinnerungsauslöser?
Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Aber gern doch. Achso, nee, hier ist gar kein Erinnerungsauslöser. Na gut. Ups. Ups. Dann versuchen wir mal aus der doch eher fragwürdigen Parkposition hier herauszukommen. Gehen wir hier unten runter. Ups. Und wir gucken uns erstmal das Gewölbe, also nicht das Gewölbe, sondern den... Wie heißen die Monolithen? So rum, den Monolith an. War da schon was? Nee. Dieses Gebiet würde sich für einen Außenposten der Initiative eignen, Pathfinder. Damit er langfristig erfolgreich sein kann, müssen Sie allerdings das Problem der Wassertoxizität auf Kadara lösen. Die Frau, die hier das Sagen hat, hegt einen Groll gegen die Initiative. Ich bezweifle, dass sie es Ihnen erlauben wird, sich hier anzusiedeln. Was ist mit dem Scharlatan? Das Kollektiv wird immer mächtiger. Da wir nicht wissen, wer der Scharlatan ist, könnte Sloan unsere einzige Option sein. Möglicherweise kann uns ja Mr. Vidal weiterhelfen. Gut. Das haben wir alles gemacht. Mit Reyes zusammenarbeiten, Dr. Nakamoto bei der Wiederbeschaffung der Formel helfen, Kietis mit den Cat of Kadara helfen und die Umwelt zu... Also wir müssen im Prinzip alles lösen. Im Grunde müssen wir den gesamten Planeten retten, bevor wir irgendwas machen dürfen hier. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Das will ich gerne tun, das machen wir aber bei Zeiten dann. Erst einmal möchte ich jetzt gerne in... Möchte ich jetzt den Turm hier, den Monolithen, aktivieren. Der ist aber aktiviert, Moment das mal. Das sieht nicht nach einem Lager der Verbanden oder des Kollektivs aus. Sehen wir es uns mal genauer an. Ah, guck mal, die sind wieder beschäftigt. Das sieht nie nach einem Lager der Verbanden oder des Kollektivs aus. Und dann jede Menge Kollektivangreifer hier. Alles klar. Weißt du Bescheid. Hat er sich zu früh gefreut? Hat gerade hier ihm das Leben gerettet. Gehen wir's an! Gesetzlose gesichtet! Ja, vom Schaden her ist die Pistole jetzt wirklich nicht überzeugend. Das muss man leider mal sagen. Es ist nicht so wirklich. Na gut, was willst du machen? Dafür hat sie eine schöne, schnelle Feuerrate. Das gefällt mir wiederum. Andererseits hat man ja eigentlich immer Pistolen, die ziemlich großen Schaden angerichtet haben. Dafür aber eine relativ geringe Feuerrate. Aber gut. Bin ganz zufrieden, wir nutzen die Pistole ja ohnehin nicht so oft. Frachtcontainer. Der Inhalt dieses Containers wird für die Reparatur und Wartung von Maschinen verwendet. Alles klar. Es ist eins dieser Standardlager. Ich falle immer wieder drauf rein. Ich denke mir immer wieder, da ist doch bestimmt irgendwas, was sinnvoll ist, aber das ist es nicht. So. Nach Glyphenscan 2 bedeutet, dass diese... Beeilung! Wir müssen ihnen helfen! Komme! Entschuldigung! Das waren sie. Sie sind schon weg. Wer seid ihr? Widerstand? Na, wer auch immer. Mit uns reden wollen sie offenbar nicht. Doch. Ich
weiß Ihre Hilfe zu schätzen, aber Sie müssen jetzt gehen. Ich werde nichts anfassen, wovon ich besser die Finger lassen sollte. Versprochen. Ryder hat schon früher mit Monolithen interagiert. Wie ist das möglich? Es ist einfacher, wenn ich es Ihnen zeige. Es wird immer besser. Dann unterhaltet euch doch da hinten irgendwo, wo ich euch gar nicht mehr hören kann. Ist mir auch recht. Sie müssten in der Lage sein, diese Glyphen zu orten, Pathfinder. Da ist eine Glyphe. Und da hinten auf der Rückseite ist eine Glyphe. Oh, und hier ist Lithium. Dankeschön. Da. Das sollte es gewesen sein. Was? Kein Rätsel zu lösen? Wirklich nicht? Okay. Einer noch, dann müsste das Gewölbe offen sein. Na gut, dann lösen wir halt kein Rätsel. Soll mir auch recht sein. Einer noch, dann ist das Gewölbe zu öffnen. Schön. So, lass uns mal kurz orientieren. Wir sind jetzt hier lang gefahren. Hier können wir noch eine Leiche scannen. Und wenn wir da ganz runterfahren, können wir noch Mineralien scannen. Was auch immer hier unten noch ist. Ich vermute auch wieder so ein Bereich, der weit entfernt liegt. Wo eventuell ein Arena-Kampf stattfinden könnte. Wir haben Ziele! Haben wir überhaupt nicht. Lügt doch nicht. Haben wir immer so ein Stress hier. Puh, von der Seite komme ich da nicht rüber. Nee. Ich fahre mal lieber auf die andere Seite. So, schon besser. Von hier aus haben wir, glaube ich, die besseren Chancen. Da sehe ich die Leiche doch schon. Ausnahmsweise mal gut sichtbar. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Toxine im Muskelgewebe. Anzeichen für Vergiftung registriert. Moment, ist das nicht alles toxisch hier? Das Gewässer und so? Sollte nicht das gesamte Gewebe komplett durchzogen sein von Toxinen? Na gut, nicht zu viele Fragen stellen. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ernsthaft komplett außen rumlaufen? Wirklich? Na gut. So, zurück im Nomad. Ich glaube nach Südwesten war der Weg. Das ist der Weg. Weg, der irgendwo ins Nichts führt, wo nur ein kleines Minerälchen zu scannen ist. Sorry. Die Exilanten haben sich da drüben ganz schön was aufgebaut. Sie werden sich kaum freuen, uns zu sehen. Nee, lass mal. Ich weiß, du willst mich wieder in dieses Lager locken, um den tausendsten Kampf zu führen. Mit irgendwelchen Exilanten für eine Kiste mit drei Sachen drin. Die aber völlig bedeutungslos ist für alles, was hier passiert. Nee. Oh. Ja, das könnte interessant werden. Da muss ich mal kurz zu Fuß. Alle erwischt. Vor allen Dingen würde ich gerne mal da drüben gucken, was das ist. Ja, ich habe gehört, dass da was auf uns warten könnte. Ein Eiroch. Da hinten ganz alleine. Ja, der wird uns keinen Stress machen, glaube ich.
Komme ich da oben rauf? Ja, theoretisch müsste ich da oben rauf kommen können. Ups. So, nämlich. Hier noch irgendwas von Bedeutung? Nee. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Aussichtsposten hier, der so ein bisschen da hinten wahrscheinlich auch das Gebiet überwacht. Da ist nämlich ein Fragezeichen. Fragezeichen habe ich immer am liebsten. Dass sie sich dann meistens als irgendeine Reliktstätte herausstellen, wo man dann eine Kiste abgreifen kann. Yeah! Oh, sorry. Nein. Das ist ein Verbandenlager. Oh, okay. Es hat aber einen Innenraum, von daher bin ich mal gewillt, stehen zu bleiben. Vielleicht finden wir ja im Innenraum noch irgendwas Sinnvolles. Klappt echt gut. Universalgel. Es ist wieder passiert. Ich habe mich wieder locken lassen. Ein Behälter, yay. Initiativepanzerung 5. Ah, gut, okay. Alles klar. Ich glaube, ich habe mich wieder locken lassen, ja. Dadurch, dass hier ein geschlossener Raum war. Und ich mir dachte, oh, da kann man doch bestimmt ein Datenpad oder sowas finden. Oder zumindest ein Audiolog oder sowas. Irgendwas. Hier oben ist auch nichts Interessantes, oder? Nö. Na gut, dann geht unsere Reise einfach weiter. Heps. Da hinten sehe ich schon wieder ganz viel Wildnis, die uns umbringen möchte. Aber da brause ich jetzt auch einfach mal vorbei. Jetzt kein Vertrag mit. Was ist? Ja, Moment. Das sieht anders. Oh, was ist denn das? Der wurde gerade dahin gespawnt. Okay. Alles klar. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. So viel Gewalt. Der kommt uns jetzt wirklich bis hier oben hinterher. Ernsthaft. Wir müssten mal langsam eine Munitionskiste oder sowas finden. Vielleicht ja hier. Aha. Der obligatorische Behälter. Mit einem Asarikum-Link. Ich weiß nicht, was wir damit anstellen sollen. Es hat einen schönen Ausblick, das muss man sagen. Es ist also zum Wohnen. Wäre ich definitiv bereit, hier einzuziehen. Gut, jetzt vielleicht nicht in so ein Etagenbett, aber naja. Komme ich da oben rauf? Huch. Moment. Heps. Nein, nicht so. So. Hier was zum Scannen? Nein. Was bin ich froh, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Ich komme einfach durchs Fenster, okay? Und noch ein obligatorischer Behälter. Aber sonst nichts. Es ist unglaublich. Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Weil ich dachte, dieses Gebäude sieht doch ein bisschen anders aus als die anderen. Es ist unglaublich.
Okay. Alles klar. Lass mich raten, da hinten ist wieder ein Camp von Verbanden oder Kollektiv oder was auch immer. Eine Gruppe registrierter Krimineller hat dort vorne Bergungsgut gesammelt, Pathfinder. Nee. Kannst du total vergessen. Ach, und hier ist die Welt zu Ende, alles klar. Oh, hallo. Na, guck mal einer an. Was bist denn du? Ein Behälter. Angara-Panzerung Kommando, hallo. Okay, das hat sich gelohnt. Gut, lass mal kurz orientieren. Da hatten wir diesen interessanten Ort, in Anführungszeichen setze ich das mal. Vielleicht hat er ja später noch irgendeine Bedeutung. Ich will es nicht ausschließen. Pumps. Da vorne steht schon wieder ein Eiroch rum. Ich werde bekloppt. Den haben wir doch gerade getötet. Ja, ich habe keine Munition mehr für dich. Feinde! Jo, schnell weg. Ich habe wahrlich keine Munition dafür, jetzt mit jedem von denen nochmal zu kämpfen, damit sie dann innerhalb von 2 Sekunden wieder spawnen, damit ich dann nochmal gegen sie kämpfen kann. Das mit den Tieren hier ist wirklich, schwierig. Hat gedacht, das klappt. Das hat nicht geklappt. Na gut, so lernt man. Alles klar. Diese Ecke hier unten, da führt, Moment, da führt aber noch ein Weg, ne? Aber hier führt auch noch ein Weg runter. Da führt tatsächlich noch ein Weg entlang, den habe ich ja gar nicht gesehen. 5 Leichenscan, Pflanzenproben. Ja, dann müsste ich eigentlich diesen Weg nehmen, ne? Hier ist jetzt ein bisschen doof, weil ich jetzt nochmal zurückfahren muss, hier durch die Plörre. Andererseits muss ich nicht. Ich fahre oben rum. So ist viel einfacher. Folge ich mal gerade hier der Straße. Entschuldigung. Entschuldigung. Naja, das ist wieder zu steil. Da können wir wieder nicht hochfahren, so. Mit normalem Getriebe. Draulir. Neuer Ort entdeckt. Ich höre ein Shuttle, das heißt hier irgendwo. Es gibt in der Nähe dieses Bergungsguts mehrere Lebensformen. Es handelt sich um unabhängige Gesetzlose. Viel Spaß dabei. Viel Spaß mit eurem Bergungsgut. Ich will es euch gar nicht wegnehmen. Ich gönne euch das Bergungsgut wirklich. Willst, aber nicht mit mir. So. Kurz mal orientieren. Wir sind jetzt hier. Da führt ein Weg zu einem Gebäude hoch. Aufklärungsposten, Abwurfpunkt. Da ist das Gewölbe und da können wir noch Pflanzenproben sammeln. Und hier ist es mit dieser Höhle, mit diesem Cat. Da führt aber auch noch so ein Weg hoch. Ich will schon alles, also auch wenn jetzt die meisten der Orte sich hier tatsächlich als völlig belanglose Camps herausstellen, will ich trotzdem gucken, dass wir doch noch irgendwas verpassen. Auch wenn tatsächlich, und das merke ich ja auch, so ein ganz kleines bisschen bei mir nach all der Zeit, die wir jetzt in Andromeda schon verbracht haben, das Schlimme ist, wenn du die ganze Zeit konfrontiert wirst mit solchen belanglosen Camps, dann verliert man irgendwann aufgrund der Gewohnheit, dass man immer denkt, ach, so ein belangloses Camp schon wieder, verliert man irgendwann den Blick dafür, wenn doch mal irgendwas besonders sein sollte. Das ist immer die Gefahr bei Spielen, die einem so viele Belanglosigkeiten vorsetzen, dass man anfängt oberflächlich zu werden, wenn man sich denkt, naja, nicht schon wieder das 7. Camp von irgendwem und dann dran vorbeifährt. Obwohl das vielleicht dann mal ausnahmsweise ein Camp gewesen wäre, wo irgendwas Sinnvolles drin gewesen wäre. Ja, da muss ich mal vorsichtig sein. Ich habe halt nicht mehr so viel Munition, das ist so ein bisschen ein Problem. Aber hier ist eindeutig eine Höhle.
Okay. Bislang sehe ich nichts, was irgendeinen Hinweis darauf gibt, was in dieser Höhle geschehen sein mag, oder? Wird die vielleicht noch relevant? Oh nein, die führt hier auf die andere Seite, oder? Wow. Wow. Alles klar. Das nenne ich mal einen Ausblick. Allein für den Ausblick hat sich's gelohnt. Die führt hier tatsächlich durch auf die andere Seite. Dann kommt man hier zum Aufklärungsposten. Vielleicht sollte ich den Aufklärungsposten auch nutzen, um Munition abzugreifen. Aber das kann doch nicht alles in der Höhle gewesen sein, oder? Das ist ja jetzt nicht nur einfach ein Durchgang. Oder? Aber sonst sehe ich hier wirklich nichts. Oder bin ich blind? Ja, das könnte durchaus sein. Ich will es nicht schreien. Ja, nee, von da sind wir gekommen. Sind hier runter. Haben da hinten die Ecke entdeckt. Haben hier die Ecke entdeckt. Und hier ist nichts. Also es ist wirklich nur ein Durchgang. Okay, eine Abkürzung quasi, aber die man nur zu Fuß benutzen kann, soweit ich das hier richtig beurteilen kann. Der Eingang vorne war nämlich viel zu klein, um da mit dem Nomad reinzukommen. Glaube ich. Na gut, dann würde ich sagen, nächste Folge erkunden wir weiter. Es ist, wir sind ein gutes Stück vorangekommen, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Kadara alles in allem ist, aber wir haben die meisten Punkte jetzt abgegrast. Es fehlt noch ein Monolith, dann können wir ins Gewölbe herunter. Da sind wir gut vorangekommen. Und 14% Lebensfreundlichkeit. Na gut, in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich entschuldige mich nochmal für den langen Ausfall jetzt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal, bis gleich. Tschüss.